Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder da seid hier zu einem neuen Video hier zum Metro-Simulator. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ja, das kommt ein bisschen bekannt vor, ne? Wir sind heute mal mit einem Flex City unterwegs, also so nennt er sich hier. Wir werden uns das Ganze heute mal direkt mal anschauen. Das Cockpit allerdings ist natürlich nicht BVG-typisch oder sowas, ne? Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Wir fahren heute die T1 nach Station Buitwelden und jetzt sind wir mal so am Rande. Alter, wie geil ist das, bitteschön. Wir haben die Möglichkeit, hier sogar Strecken zu installieren, denn wir befinden uns aktuell auf der Karte Rindiam, aber diesmal im Jahre 2022. Davor waren wir immer in 2020 unterwegs. Die musste man separat installieren, die Karte. Und das funktioniert eigentlich genauso wie die Fahrzeuge, das Ganze zu installieren. Das Kuriose an der ganzen Sache ist, dass ich die Karte an sich so nicht auf der Wiki-Seite entdeckt habe, sondern ich sie einfach bei Google einfach mal eingetippt habe und tada, man kann sie runterladen und somit ist der Flex City spielbar. Und ja, von daher, ja, mal kurz mal hier so ein bisschen reinlinsen. Ja, so sieht er halt aus, der Flex City. Also in dem Modell jetzt hier, das wird nicht der Flex City in Berlin sein. Hat aber auf jeden Fall schon die Formen schon so ein bisschen wie der Flex City. Das ist der fünfteilige. Aber naja, soll er uns jetzt in dem Sinne jetzt auch nicht stören erstmal, ne? Dass das Ganze ein bisschen anders aussieht. Wie gesagt, Cockpit-Technik, aber das Ganze hier. So, und damit würde ich erstmal sagen, STRG F4. Schalten jetzt erstmal hier soweit alles ein. Stromabnehmer ist nach oben. Wunderschön. Und wir fahren nach Buitwelden. Da haben wir so T1. Haben aktuell noch ein rotes Signal. Wir müssen eh noch warten. Ach, das zeigt er uns sogar hier an im Bordcomputer. Cool. Ach, Wahnsinn. Ich bin so ein Fan von mittlerweile geworden. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, achso, lassen wir die Fahrgäste noch einsteigen. Und schauen einfach mal. Doch, also ich bin ein richtiger Fan von geworden. Und das kann ich sagen. Das funktioniert ja alles wunderprächtig. Wie gesagt, ihr könnt das euch natürlich selbst alles angucken. Wie gesagt, der Link ist in der Videobeschreibung drinne. Ja, da könnt ihr euch das Ganze runterladen und selbst testen. Ich weiß, es kam mal die Frage vor einigen Folgen davor, ob ich mich mal ein Tutorial machen kann. Ich weiß nicht, ob ich es bis dato jetzt getan habe, aber warum eigentlich nicht? Ich kann euch das mal zeigen. Ist relativ simpel, aber manch einer ist dann halt, liest vielleicht die Readme nicht oder versteht die Readme eventuell nicht, ne? Das ist dann natürlich klar. Und dann werde ich mal gucken, dass ich dementsprechend dann auch mal ein kleines Tutorial noch zu machen kann. Das ist relativ simpel eigentlich. So, wie sieht's aus? Wir haben Fahrt. Los geht's. Das ist hier auch ein bisschen sehr scharf, um hier mit 35 lang zu brettern. Ja, lieber ein bisschen vorsichtiger hier. So, wir dürfen auch weiter. Das ist wunderschön. Ah, es ist so cool. Leider gibt es keine Interaktionsmöglichkeiten innerhalb der Simulation. Also es wird hier alles nur mit Tastatur gesteuert. So, dann
Können wir die Fahrgäste aufsteigen lassen? Das ist schon cool. Das ist schon ziemlich nice. Oh, das ist wieder mal ein Bild hier. Ich habe gesehen, das Ganze wird wohl mit Google, also ist irgendwie mit Google entstanden, denn hier wird nämlich in den Readme nämlich betitelt, dass es irgendwer aus dem Google, wie heißt dieses, Google hatte da so eine eigene Plattform, damit man da halt irgendwas hochladen kann. Google Warehouse, genau. Und die sind ja meistens immer so Sachen, die ja dann halt auch mit Google selbst dann immer entstanden sind. Also diese SketchUp oder wie sie alle heißen. So, lassen wir sie einsteigen, die Fahrgäste. Ja, also notfalls, wie gesagt, installiert euch die Karte hier noch dazu und dann sollte das Ganze passen. Auf. Ja, dann haben wir jetzt mittlerweile schon 4 Folgen tatsächlich jetzt hier von dem Metro-Simulator. Ich dachte, weißt du, das wird ein Ding, so weißt du, guckst du schnell mal rein. Und ja, dann war es gewesen. Aber tatsächlich fixt mich das Ganze persönlich selbst sogar an. Ja, das ist schon so ein bisschen, dass da so eine kleine Liebe entsteht, so wie Richtung Lotus und sowas. Weil das Ganze halt auch echt nicht fertig ist. Also ich bin gespannt, wo die Richtung dahin geht mit der Entwicklung. Man weiß halt auch nicht, ja, ob es irgendwann mal fertig ist oder ob das ganze Projekt eventuell irgendwann mal eingestellt wird. Und das werden wir wohl wahrscheinlich immer so nicht so haargenau mitbekommen. Ne? Ich werde zwar halt immer mal auf der Website mal gucken, ob da irgendwas Neues passiert ist so in der Zeit. Aber so doch, das Ding hat Potenzial. Aber vielleicht redet da auch nur meine Nostalgie lieber raus. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall muss ich sagen, bin ich mega, mega, mega stolz drauf. Dass YouTube mir mal was vorgeschlagen hat, was mich persönlich auch mal interessiert und das auch ziemlich cool ist. Also, das sage ich hier so, wie es ist. Sagen wir aktuell rotes Signal. Wir dürfen nicht fahren. Hoffe, er schaltet hier noch um. Das weiß man halt. Also, wenn man dann natürlich eine neue Karte installiert, ob die Activities da so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Vielleicht stehe ich jetzt auch nur zu weit weg. Da kommt ein Kollege von vorne. Vielleicht warten wir den noch ab, denn wenn wir ein paar Meter vorrollen.
Aber eigentlich hat der mit uns nichts zu tun, oder? Das ist ja eigentlich nur für die. Aha. Aber wir haben trotzdem keinen Pfad. Das ist für die Kollegen. Ja, jetzt. Das ist so cool. Ja, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr davon so haltet. Ich habe jetzt schon mal so ein paar Folgen im Voraus aufgenommen, weil man weiß ja immer nicht, jetzt hatten wir ja auch noch dieses 1000 Abonnenten-Special vor einiger Zeit und ich selbst ja auch im Urlaub, eigentlich gar nicht da. Und von daher bin ich ja echt mal auf eure Reaktion gespannt. Was ihr davon habt. Also ich finde, das Ding hat mega, mega Potenzial. Und das, was ich dazu gelesen hatte, auf jeden Fall zeigt mir auch, dass ich da nicht der Einzige bin, der so denkt. Also einige kannten ihn wirklich schon. Und sind da so ein bisschen meiner Meinung. Es wird halt immer so die Leute geben, die sagen werden so, das sieht ja aus wie Grütze. Aber das sind dann halt immer, ja. Das ist, manchmal muss ich persönlich sagen, könnte ich mich tierisch drüber aufregen, aber manchmal muss man auch einfach ja, sagen, ja, dann ist es halt so, man kann es halt nicht jedem recht machen. Ist halt einfach so. Ich mache das halt meistens nicht immer von der Optik aus, ob die Simulation gut ist oder sowas, sondern bei mir ist es eher so der spielerische Aspekt, ja, ob es gut ist oder nicht. Und ich finde, der Simulator hier zeigt eigentlich, dass es auch geht, ohne dass es so High-Quality-Grafik ist, dass man das Ganze hier absolut richtig gut spielen kann. Und das muss man einfach dem Entwickler sagen, ja, dass er hier eigentlich was richtig, richtig Tolles macht. Und ich hoffe, dass er auch irgendwann mal die Möglichkeit anbietet, dass man da halt auch mal ein bisschen was zahlen für kann. Ne? Also Zweckspenden oder was weiß ich halt. Ja, vielleicht wird es ja irgendwann mal kostenpflichtig, weiß man ja nicht. Dass man da dann halt irgendwie sagt, so, komm, also den Entwickler unterstützt man dann halt gerne. Deswegen bin ich halt der Meinung, ja, klar, es sieht halt nicht aus wie ein Train Simulator von Dofty Games oder Train Sim World von einem, ne, aber klar sieht das klasse aus, es spielt sich gut, ja, es ist jetzt nicht, dass ich das jetzt schlecht rede oder sowas. Klar wünsche ich mir so eine Simulation in diesem Stil halt, ja, wie Trains and Worlds. Habe ich persönlich keine Probleme mit. Aber ich finde halt auch sowas, wenn ich sowas sehe, spiele oder sowas, sage ich jetzt nicht, das sieht mir zu altbacken aus. So. Also, das spiele ich nicht. Also, nö. Da bin ich ein wenig anders. Und da ich ja nun mal schon ein bisschen älter bin als der ein oder andere Zuschauer hier wahrscheinlich, ist es für mich so, dass ich halt so eine Grafik gewohnt bin. Ich bin so eine Grafik einfach gewohnt, ja, aus früheren Spielen. Und da ist es für mich auch absolut kein Graus. Schön aber ist zumindest, dass das Ganze hier in 4K unterstützt wird, 60 FPS bietet. Also das ist doch eigentlich alles sehr, sehr, sehr positiv hier. Wir haben schöne viele Fahrzeuge dabei. Also fahrzeugtechnisch braucht man sich hier, glaube ich, nicht beschweren, dass hier zu wenig Fahrzeuge bei sind oder die Karte einfach zu klein ist. Also auch da muss ich sagen, finde ich persönlich nö. Insgesamt gibt es ja 4 Karten und die Karte hier, wie heißt sie, Random, die ist halt, ja, die ist, bietet halt viele Linien, ja, oberirdisch, unterirdisch, Straßen, S-Bahn, U-Bahn, ja, also das ist ja halt eine komplette Stadt, die hier nachgebaut wurde. Und von daher finde ich das
Also zu wenig Content, kann man jetzt sagen, ist hier nicht vorhanden. Dafür, dass es eine Beta ist halt. Mein rotes Signal. Hier ist Dagobert Land. So, alles aufsteigen. Central Station. Do not pass. Open doors. Huch! Habe ich denn das jetzt aktiviert? Ah, ich verstehe. Neben der 1, dieser Pfeil nach oben, da kann man Warnblinklicht anmachen. Sieht man das Ganze denn von außen auch? Muss man da ja mal drauf achten, wie wir da draußen sind. Was ist los jetzt? Ja, Oma war da zum Beispiel die S-Bahn, ne? Also umfangreicher kann es nicht sein eigentlich. So, das will ich mir jetzt drinnen angucken. Also wir sehen sogar, es blinkt sogar. Cool. Wahnsinn. Meistens Szenarios, da bestimmt schon die Frage kommt, ob wir nicht mal eine andere Karte testen wollen oder sowas. Die meisten Szenarios, die werden tatsächlich immer nur für die Rindiam-Karte gebaut, weil sie halt hier wirklich alles bietet. Zum Beispiel Rotterdam ist, glaube ich, meiner Meinung nach komplett unterirdisch. Und dadurch, dass es halt doch relativ wenig U-Bahn gibt, so aus dem britischen Bereich U-Bahn, da hast du ordentlich was dabei. Aber so aus dem, ja... Das Ganze, was wir uns jetzt angucken, das ist ja Straßenbahn, oberirdisch. Deswegen ist es halt meistens diese Karte hier, weil sie halt einfach alles bietet. Oh,
das war wieder massivst knapp. So. Das wäre zum Beispiel auch noch so eine Idee, die man hier hätte mit einbauen können, wie das Ganze halt mit dem VW-Bus-Simulator gelöst ist, wenn man erstmal keine Menschen drin hat und sowas. Dass man anhand einfach so eine Sachen wie beim VW-Bus-Simulator einfach einblendet, halt so wie viele Menschen jetzt gerade einsteigen und so weiter und so fort halt, ne? Also sind ja in der Richtung keine Grenzen gesetzt halt. Muss auch ordentlich Zeit gekostet haben, das Ganze hier zu bauen, zu entwickeln wahrscheinlich. Wie gesagt, man erfährt halt nichts, ob wie viele Personen zum Beispiel an diesem Projekt daran beteiligt sind. Das finde ich ein bisschen schade. So, Leute, und damit sind wir wieder an unserem Ziel angekommen. Ihr seht es da, Station Buitwelden. Ja, das war also der Flex City hier aus dem Metro-Simulator. Puh, es war jetzt, wie gesagt, kein Highlight. Das Dashboard war jetzt nicht ganz geil gewesen, muss ich sagen, weil es halt schon in vielen anderen Straßenbahnen und Vehicles verbaut ist. Ja, aber so an sich, so von der Optik her, kann sich das so sehen lassen. Man erkennt auf jeden Fall schemenhaft so ein bisschen, dass es sich hierbei wirklich um den Flex City handelt. Und das alleine schon, das ist so eine coole Sache. Somit ist der Flex City nicht das erste Mal irgendwann in Lotus erhältlich. Nein, Metro Simulator hatte den schon. Und ja, wenn euch das Video wieder gefallen hat, Like da lassen, Leute, damit ihr mich damit unterstützt und dem hier das ganze Format hier. Und natürlich das nächste Mal unbedingt wieder einschalten. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Ich verabschiede mich hier. Sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.